81,64, das ich jetzt da noch anfügen werde. Mal da die wunderbare Set Schumi und sein. Seine Sets drinnen, ein Horror. Das besonders tollen LEGO-Technologie sprechen den stabilen, robusten, großen, fernbedienten Autos. Hallo, Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knack aus dem rostigen Städtchen im Wienerwald. Ich stehe im Saal Klassik der Seitle Kinderkram und bin hier mit euch beim 40. Kinderkram-Update. Ich bin total begeistert. Es gibt wieder einige Kleinigkeiten. Ich kaufe gerade wie wild und baue wie wild Lego, denn wir werden demnächst bis zur Eröffnung bis ins Jahr 2007 alle Technik-Sets da haben. Das heißt, alle Sets, auf denen Technik steht, alle Sets, in denen Technik ist, Licht, Ton oder Motor oder Aufziehmotor oder sowas. Und natürlich, die Züge sind sowieso schon komplett, mehr oder weniger komplett. Heute, und damit fange ich jetzt gleich an, kommt zum Beispiel die wunderbare 30575 dazu. Ein wunderbarer kleiner Kreditorzug. Den gehen wir jetzt gleich mal in die Vitrine. Wir sind bei der Vitrine 144. Das ist eine Sammelsurium-Vitrine, in denen so tolle Sachen wie der Legoland-Zug oder aus dem Legoland-Zug aus dem Legoland, ja, der richtige Legoland-Zug exklusiv für Legoland-Besucher, eine kleine Creator-Lok, wie wir sie jetzt gerade dazustellen, natürlich mit den Ersatzteilen, damit hier alles seine Richtigkeit hat. Eine ganz nette, liebe Vitrine. Schaut, sogar der Doc Brown von Zurück in die Zukunft ist dabei. In der Vitrine 260 geht's dahin. Jetzt haben wir schon vier Sets mit dem wunderbaren 81,64, das ich jetzt da noch anfügen werde. Mal da die Salzabteilung nach hinten schieben. Dieses wunderbare Auto mit Rückziehmotor und der entsprechenden Ampelanlage und natürlich noch den zwei Hütchen. Hier vervollständigen. Das ist gerade runtergefallen. Bin gleich wieder da. Bei minus 10 Grad mit Lego-Elementen ohne Handschuhen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. In der Vitrine 187 fehlt noch etwas. Schaut euch an. Dieses wunderbare Set. Schumi und sein Silbervokal, na das ist ja perfekt. Der kommt ja sofort hier hinein zu dem wunderbaren Formel 1 Rennwagen und wird ab sofort siegertechnisch behudelt. So gehört sich das. Über die Vitrine 166 haben wir schon öfter gesprochen, dass das die schlimmste Vitrine ist, denn ich kann weder rein, noch kann ich irgendwas mit ihr machen und gerade hier sind mehrere kleine Sets drinnen. Ein Horror. Heute kommen noch zwei dazu. Dieser wunderbare orange Kollege. Und ich hoffe, dass dann bald mal alles drinnen ist, was hineingehört. Denn ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich diese Vitrine öffne. Und ein kleiner blauer Kollege. Die Nummern habe ich mir jetzt aktuell nicht gemerkt. Ihr. Uhaha. Könnt das ja gerne googeln, wenn ihr Lust habt. Ist ja kein Problem. So, jetzt zücke ich mir noch mal die Finger an in der Kälte und dann ist alles wieder genau dort, wo es... Autsch. Es zwickt, es zwackt. Und dann ist wieder alles dort, wo es hingehört. Ich weiß, man sieht nicht viel in dieser Vitrine 215, aber Tatsache ist, der orange Kollege muss raus, denn hier kommen ganz andere Sachen rein und die brauchen echt viel Platz. Deshalb kommt der RC-Kollege hinaus. Für die RC-Kollegen gibt es nämlich große Pläne. Ich werde euch gleich mehr dazu erzählen, sobald ich den Glaskasten erunden habe und mich nicht mehr fürchte. Es ist nämlich folgendes, dass wir hier von einer ganz besonders tollen Lego-Technologie sprechen, den stabilen, robusten, großen, fernbedienten Autos.
Und diese Autos wird es sehr, sehr toll im Kindergram geben. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es ist so viel gesagt, es wird die Möglichkeit geben, dass ihr hier bei uns die klassischen RC-Fahrzeuge ausprobiert. Gegen einen kleinen Kostenersatz von 530 Euro. Nein, Scherz, nicht 530 Euro, aber doch einigen. So, es kommt die Bikini Bottom von der, naja, wunderbar, kann man jetzt mal drüber diskutieren, SpongeBob-Serie. Da gibt es viele, viele Teile. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles hier in diese Vitrine hineinbekomme. Aber ich werde mein Bestes geben, um euch hier glücklich zu machen. Ja, das stellen wir da in den Hintergrund. Na, drehen die weiter. So machen wir das. Die nach vorne, die drehen, die dahin. Reiß hinten. So. Dann haben wir ein wunderbares Schiff, das dazugehört. Wir haben ein Netz, das dazugehört. Wir haben ein fahrendes Aquarium, das dazugehört. Wir haben eine Leiter. Und ich stelle fest, dass mir für die Leiter noch ein Teil fehlt. Das werde ich gleich machen. Und wir haben hier noch eine Schnecke. Was haben wir da noch? Eine Schneckenabschussvorrichtung, sage ich jetzt mal so unverschämt. Und noch eine zweite Abschussvorrichtung, die meine Fähigkeiten maßlos überfordert. Ich bin zurück, habe das Clip-Element für die Leiter. Das ist eine 10x2er-Fliese mit Griff. Ihr seht es original nichts, denn die Kamera meint, sie zeigt euch das jetzt nicht, damit habt ihr Pech. So, die kommt da noch hinein montiert. Und dann geht's weiter. Wir sind nämlich noch nicht fertig in dieser Vitrine. Wir haben noch die wunderbare 8663 und die 8661, die wir hier dazu gesellen. Da frage ich mich jetzt gerade, ob es da eine 8663, eine 8662 auch noch gibt. Die würde nämlich dann da noch fehlen. Da werde ich wohl gleich mal nachschauen, da bin ich wieder neugierig geworden. So unglaublich es klingt, wir sind in einem Bereich, in dem es Licht gibt. Ohne Hemmungen sieht man hier, was sich abspielt. Genauso stellen wir uns das vor. Ein wunderbares Legoland-Set aus der Ninjago-World. Hier haben wir die wunderbaren Fahrgeschäfte, die man aktuell im Legoland spielen und fahren kann, mit viel Grammure, wenn ich das so direkt sagen darf. Da gibt es diverse Tore. Das Tor kann eigentlich dann nach links stellen. Da kommt ja dann noch mehr in diese Vitrine. Dann haben wir einen wunderschönen Wartebereich mit Pflanze und noch ein weiteres Schildchen mit Pflanzen. Wir haben da noch einen Deckel, der oben aufs Hauptgebäude gehört. Ja, man hat es richtig erkannt. Es ist möglich, diese Teile hier abzuknicken, um da eine schönere Optik hinzubekommen. Und dann haben wir natürlich noch Minifiguren, die hier diverse Dinge machen. Da stellen wir mal die Dame in das Tor. Das machen wir da. Den jungen Mann, der immer eine Fliese verliert, weil die sehr eigenartig auf die Hände montiert ist, wenn ich das so sagen darf. Die wird nämlich auf der unteren Hohlnoppe aufgesetzt. Den setzen wir da einfach auf die Plastikscheibe und den Stickerbogen legen wir formlos dazu. Ihr wisst, was ich von Stickern halte. Da brauchen wir nicht mehr weiter drüber diskutieren. Tja, das war's schon wieder mit dem 40. Kindergramm-Update. Ruckzuck geht das bei uns. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Jeden Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr ein neues Video mit Lego-Elementen. Und immer wieder samstags um 12, nicht jeden Samstag, aber immer wieder, ein Kindergramm-Update. Da freuen wir uns. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im Heute Kindergramm oder hier auf diesem YouTube-Kanal.
Mhm.